Guten Tag, Herr Bothe. Hallo. In Lüneburg, Oldenburg und Celle kam es laut Medienberichten zu einem gehäuften Aufkommen von Skabis oder auch Krätze. Warum reagierte die Landesregierung bisher nicht? Ja, das ist die große Frage. Es ist einfach so, dass diese sogenannte Krätze, die durch Kratzmilben verursacht werden, sich seit 3-4 Jahren in Deutschland ausbreitet. Früher galt diese Erkrankung als Tropenerkrankung, als ausgerottet noch vor wenigen Jahren in Deutschland. Heute häufen sich die Fälle. Wir haben mittlerweile gerade im Landkreis Lüneburg, den Sie angesprochen haben, mit einer Verdreifachung der letzten 3 Jahre der Fälle zu tun. Der Weg ist einfach, dass es nicht meldepflichtig ist nach dem Infektionsschutzgesetz. Und das wollen wir mit unserem Antrag ändern. Wir sagen, Skabies muss bekämpft werden. Es muss durch das Infektionsschutzgesetz in dem Sinne abgedeckt werden, dass landesweit dagegen Maßnahmen getroffen werden und diese nicht beim Kreisgesundheitsamt hängen bleiben. In der Rolle der Opposition ist es ja normal, dass man die Regierung an Themen erinnert, die sie nicht für wichtig erachten. Wenn es allerdings um die Gesundheit und den Schutz der Bürger geht, hat das schon einen bitteren Beigeschmack, oder? Nein, niemand will über dieses Thema reden. Das ist doch, seien wir mal ehrlich, das Thema Krätze, da juckt es einem schon, wenn man das anspricht. Aber wir müssen das ansprechen und das tun wir jetzt. Natürlich hat das nämlich alles unangenehmen Beigeschmack. Eigentlich galt die Krankheit als ausgestorben und jetzt passiert Folgendes. Durch die wie das Robert-Koch-Institut das bestätigt hat, sind durch die Flüchtlingswellen seit 2015 vermehrt Krankheitsfälle aufgetreten und diese sind auch in viele Gesundheits- und Einrichtungen und auch Jugendeinrichtungen und Seniorenheime reingegangen. Und da haben wir jetzt das Problem. Die Flüchtlingswelle ist die Ursache und die Landesregierung tut nichts dagegen, jetzt bei der Ausbreitung. Zurück zu Ihrem Antrag. Sie schreiben, dass es Ihnen vor allem um die Aufklärung der Bürger geht. Wie gehen Sie damit um, dass Ihr Antrag bei den anderen Parteien dennoch auf Ablehnung trifft? Naja, es ist einfach so, heutzutage kennen sich die Bürger nicht mehr mit dieser Erkrankung aus. Sie galt als ausgerottet hier in Mitteleuropa. Somit werden viele Krankheitsfälle überhaupt nicht erkannt. Die Leute rennen trotzdem damit durch die Gegend oder schicken ihre Kinder damit in den Kindergarten oder gehen damit zur Arbeit, beispielsweise auch in Einrichtungen wie ein Senioren- und Alten- und Pflegeheim. Hier bekommen wir ein Problem. Es ist ein Tabuthema, es wird nicht drüber gesprochen, die Leute werden nicht informiert. Wir fordern dagegen, dass die Landesregierung eine Informationskampagne, Infobroschüren in öffentliche Einrichtungen auslegt, damit die Bürger endlich mal wieder sensibilisiert werden dafür. Weil darum geht's. Und die Altparteien, die lehnen das ab, weil die Ursache, die Flüchtlingswelle, ist denen unangenehm. Und zweitens ist es von uns. Wir sind ihnen auch unangenehm. Und das wollen wir auch dabei belassen. Gut, wir werden das weiter beobachten und danke für Ihre Zeit. Ich danke.